Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir befinden uns hier am Strand an der deutschen Nordseeküste und wollen euch in diesem Video einmal den FKK-Campingplatz in Hooksiel vorstellen. Wenn es euch interessiert, freuen wir uns, wenn ihr dran bleibt. Weiter geht's nämlich nach dem Intro. Klären wir zunächst einmal die geografische Lage. Der Küstenbadeort Hooksiel liegt an der deutschen Nordseeküste in der Gemeinde Wangerland bzw. dem Landkreis Friesland, etwa 14 Kilometer nordnordwestlich von Wilhelmshaven. Hooksiel verfügt über einen fast 4 Kilometer langen Strandbereich und einen 4-Sterne-Campingplatz, der außendeichs direkt an der Nordsee liegt und rund 1500 Plätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile bietet. Der Campingplatz hat einen Dauercamperanteil von etwa 30%. Der Campingplatz wird von der Wangerland Touristik GmbH, einem Eigenbetrieb der Gemeinde Wangerland, betrieben. Auf dem FKK-Campingplatz ist auch der Naturistenbund Wilhelmshaven Friesland e.V. beheimatet, der hier in der Saison viele Veranstaltungen anbietet und sich um die Anliegen der FKK-Camper auf diesem Platz kümmert. Wir kennen diesen Platz seit mehr als 20 Jahren. Während man vor einigen Jahren noch telefonisch einen Platz reservieren konnte, wird man heute von einer freundlichen Dame am anderen Ende der Telefonleitung darauf hingewiesen, dass Buchungen nur online via Internet entgegengenommen werden. Auf der Homepage der Wangerland Touristik unter www.wangerland.de findet man das komplette Angebot. 2 Campingplätze mit knapp 1500 Plätzen und 6 verschiedene Wohnmobilstellplätze. Man wählt das gewünschte Angebot und die gewünschte Kategorie aus, bezahlt und erhält eine Buchungsbestätigung nebst digitaler Gästekarte einfach per E-Mail. Wie kommt man nach Hooksiel? Ganz einfach, die meisten von euch werden aus Richtung Süden kommen. Und so werdet ihr vermutlich die Anfahrt über die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven wählen. Ihr verlasst die Autobahn A29 an der Ausfahrt 4, das ist Fedderwarden, in Richtung Hooksiel, Horumersiel, Schillig und folgt dann der Hooksieler Landstraße, das ist die L810, bis ihr den Ort Hooksiel erreicht. Die Ausschilderung des Campingplatzes ist kaum zu übersehen, sodass ihr auch ohne Navigationssystem den Campingplatz kaum verfehlen könnt. Sobald man den Campingplatz erreicht, kann man direkt vor die Schranke fahren. Eine Anmeldung an der Rezeption entfällt. Im Rahmen der Online-Buchung wurde schließlich das Kfz-Kennzeichen abgefragt, welches an der Schranke dann auch mittels Number Plate Recognition mit dem Kameraobjektiv automatisch erkannt wird. Die Schranke öffnet zur Einfahrt automatisch. Der FKK-Campingplatz Hooksiel liegt mit seinen mehr als 400 Stellplätzen direkt an der Nordseeküste. So habt ihr das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die Salzwiesen direkt vor dem Platz. Die Stellplätze haben eine Größe von 80 bis 100 Quadratmeter. Im Platzbereich 7 sind Stellplätze für Hundehalter vorgesehen. Auf den anderen Stellplatzbereichen sind Hunde nicht erwünscht. Zur Versorgung ein paar Worte. Über Verteilerkästen können alle Plätze mit Strom versorgt werden. Hier sind 220 Volt mit 6 Ampere vermutlich ausreichend. Der Betrieb von Koch- und Heizgeräten mit Strom ist aber nicht gestattet. Ein WLAN ist in der Stellplatzgebühr enthalten. Es funktioniert. Was die Geschwindigkeit angeht, gibt es jedoch noch deutlich Luft nach oben. Wasserzapfstellen für Trinkwasser befinden sich am Beginn einer jeden Campingreihe. Frische Brötchen gibt es morgens zwischen 7.30 Uhr und 11 Uhr direkt vom Bäcker auf dem Platz. Die Kajüte, das Platzrestaurant und ein Kiosk mit Imbiss runden das gastronomische Angebot auf dem Campingplatz ab.
Wer mehr Auswahl wünscht, fährt einfach mit dem Fahrrad ins Zentrum von Hooksiel und findet neben einer Vielzahl gastronomischer Angebote auch Möglichkeiten, individuelle Shoppingbedürfnisse zu befriedigen. Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf dem Campingplatz. Bei unserem Besuch haben wir die sanitären Anlagen in dem von uns genutzten Sanitärgebäude als vorbildlich und super sauber vorgefunden. Für Grauwasser- und Chemietoilettenkassetten bestehen bei den Sanitärgebäuden spezielle Entsorgungsmöglichkeiten. Vor dem Campingplatz besteht eine große Ver- und Entsorgungsstation, an der auch Wohnmobile mit Fäkal- und Grauwassertanks eine Entsorgungsmöglichkeit finden. Wie sieht's aus mit Hunden? Sowohl im Textilbereich als auch im FKK-Bereich des Campingplatzes gibt es spezielle Platzbereiche, auf denen Camper mit Hunden erwünscht sind. Darüber hinaus gibt es spezielle Gassi-Bereiche und Freilaufflächen. Auch ein Spaziergang in den Salzwiesen ist mit Hunden möglich. Es gilt jedoch zu beachten, dass außerhalb der Freilaufflächen ganzjährig Leinenpflicht in der Gemeinde Wangerland besteht. Der FKK-Strand in Hooksiel befindet sich außendeichs beim Strandhaus 3. Der Strand teilt sich in einen Strandbereich der FKK mit Hund und einen Strandbereich FKK ohne Hund. Strandgebühren sind mit der Gästecard, die bei der Campingplatzbuchung automatisch ausgestellt wird, abgegolten. Kommen wir zu den Freizeitmöglichkeiten hier um den FKK-Campingplatz von Hooksiel ringsherum. Da gibt es zunächst einmal den Nordseestrand. Wer nicht in der Nordsee an den von der DLRG bewachten Badestränden schwimmen gehen möchte, der findet aber auch im Ort ein ganzjährig nutzbares Meerwasserhallenwellenbad. Wer noch mehr sportlichen Ehrgeiz hat, kann auch eine Stunde vor und bis zu einer Stunde nach Hochwasser am Strand kitesurfen. Wer keine eigene Ausrüstung hat und es ausprobieren möchte, findet eine Kitesurfschule während der Saison am Strand. Insgesamt 3 Strandhäuser an dem fast 4 Kilometer langen Strand von Hooksiel bieten Services, Kiosk, sanitäre Anlagen und Strandkorbvermietung an den Textil- und FKK-Strandabschnitten. Im FKK-Strandbereich beim Strandhaus 3 gibt es dann noch zusätzlich eine Fasssauna. Ein Wellnessangebot, das euch interessiert? Wenn ja, dann solltet ihr die Fasssauna im Vorfeld telefonisch reservieren, damit ihr zum Saunastart eine heiße Kabine vorfindet. Fahrradfahren ist natürlich bei jedem Wetter möglich. Einmal am Deich entlang in Richtung Horumersiel nach Norden oder vom Campingplatz direkt Richtung Badestrand und Außenhafen oder vielleicht mit dem Fahrrad durch den wunderschönen Ortskern mit Sielhafen und den Packhäusern. Am Yachthafen könnt ihr in Hooksiel Tret- und Motorboote mieten, mit denen dann das 60 Hektar große Hooksmeer bzw. Hooksieler Binnentief erkundet werden kann. Eine Besonderheit im Hooksieler Binnentief ist die Wasserskiliftanlage in der Nähe des Außenhafens. Die solltet ihr auf jeden Fall einmal besuchen. Der Rundkurs der Viermastanlage beträgt 830 Meter bei einer Rollenhöhe von 8 Metern. Die Anlage besitzt 10 Mitnehmer, sodass bis zu 10 Wasserskiläufer gleichzeitig fahren können. Hier solltet ihr zumindest einmal bei den Skiterrassen vorbeischauen, einen Kaffee trinken und die Wasserskiaktivitäten von Groß und Klein verfolgen. Es ist mit Sicherheit nicht langweilig und definitiv einen Besuch wert. Unser Fazit. Wer sommerliche Außentemperaturen von mehr als 35 Grad im Schatten vermeiden möchte und gute Erholung sucht, findet hier an der Nordseeküste eine erstklassige Urlaubslocation, einen tollen FKK-Campingplatz und viel Unterhaltung. Wechselhaftes Wetter macht die Urlaubstage interessant und ist eines der elementaren Markenzeichen der Nordseeküste. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Ihr verpasst dann keines unserer zukünftigen Videos mehr. Aber in Hooksiel gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu entdecken.
In den Sommermonaten ebenfalls ein Highlight in Hochseel und auch definitiv einen Besuch wert sind die Pferderennen. Jedes Jahr im Sommer finden die Hochseeler Renntage statt. Wir haben für euch ein paar Eindrücke mal eingesammelt und zeigen euch zum Abschluss dieses Videos das erste Rennen des zweiten Renntages vom 26. Juli 2023. Viel Spaß dabei und bis bald. So, der Fernand fährt heute zum ersten Rennen an der Außenseite. Beginnt hier Ventrova sehr zügig, versucht das Kommando zu übernehmen, aber Iowa River an der Innenkante ist ebenfalls gut weggekommen, geht hier mit der Führung in den ersten Bogen hinein. Attacke an der Außenseite, jetzt allerdings unverändert von Ventrova. Der geht an der Außenseite heran an Iowa River und so sind die Pferde dann gleich Ausgangs des ersten Bogens. Bei Flotterfahrt geht es dann in die Überseite hinein. Mit Iowa River konnte sich vorne durchsetzen. Dahinter parkte dann jetzt Ventrova ein, geht hier in die zweite Position. Und an der Außenseite setzt dann jetzt auch bereits Beethoven Garnach, die Startnummer 6, der Favorit, geht nach vorne, hat das Kommando übernommen. Weit hinter dem Feld der galoppierende Don Timoko. Und sind die Pferde gleich ausgangs der Überseite. Es geht dann 3 Rot, 3 Rot. Es geht dann in den Anspannbogen hinein und die Startnummer 3. Das ist Don Timoko, der ist von der Rennleitung bereits disqualifiziert und ist dann jetzt nicht mehr dabei. Das verbleibende Feld in ganz dichter, kompakter Formation unterwegs mit der Führung beim ganz klaren Favoriten Beethoven Gar ist hier vorne mit Thorsten Dietz. Feuern Sie ruhig Ihren Favoriten an, meine Damen und Herren. Das geht alles hier am Nordseedeich. Feuern Sie Ihren Favoriten an. Und ich denke mal, die meisten sollten hier Beethoven Gar als Sieger auf dem Bild schon angekreuzt haben. Der ist hier unverändert vorne, dahinter an der Außenseite, Rückenland, Anker, der Bogen auf der Innenkante, Iowa River. Da ist es Dietz Cornes mit Kissing Diamond an der Außenseite in vierter Position. Ventrova bleibt dabei und dann lauert auch ein Nemo im hinteren Drittel. In dichter Formation, das fällt jetzt bereits auf der Schlussrunde. Es geht dann gleich noch einmal in die Überseite hinein, dann an den parkenden Autos vorbei mit Beethoven da unverändert in Front. An der Außenseite Acker de Boom, das ist die Startnummer 4 mit Danny den Dubbelnen. Der hatte die zweite Position, dahinter bleibt dann innen Iowa River mit der Startnummer 1 in Schlagposition. Position ist hier drittes Pferd, dahinter Kissing Diamond an der Außenseite, der besitzt großes Speed und der versucht ebenfalls auf die letzten 200 Meter möglicherweise eine Attacke anzusetzen. Es geht dann gleich in den Schlussbogen hinein. Beethoven gar unverändert vorne, hat im Moment alles unter Kontrolle. Dann haben wir jetzt noch 400 Meter bis zur Linie mit Beethoven gar unverändert vorne in Front. Und so sind die Pferde gleich auf dem Weg hier zur letzten Ecke. Acker, der Bogen lässt sich nicht abschütteln, der bleibt an der Außenseite ebenfalls dabei. Und dann wird auch Kissing Diamond eingesetzt, hier die Startnummer 8. Und so sind die Pferde dann auf den letzten 200 Metern mit Beethoven da unverändert im Front. Jetzt haben wir noch 150 Meter bis zur Linie. Beethoven da ist vorne. Und das ist gut, der Bogen, die Kampfschule, die Ufer, der Innenkante, schlüpft hier durch. Steckt den Kopf ins Front für das zweite Geld, dann Acker der Bogen und Kissing Diamond. Aber der erste Sieger heißt hier Beethoven Gar mit Thorsten Dietz.